Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Dead Saints and Sinners, dem zweiten Chapter. Ja, beim letzten Mal haben wir den Pfandhaus-Typen getroffen und heute wollen wir zum Hotel Eclair zum einen. Und wir wollten den UV-Strahlen, den wir da auf dem Boden sehen, mal hinterherlaufen und gucken, wo uns das hinführt. Ich würde sagen, Lampe in der einen Hand, am besten Schwert in der anderen, damit wir auch bewaffnet sind. Hier steht auch nochmal extra die Info. Ja, guck mal, da gammelt doch einer. Eine tote Ratte. Ich hab einen Käfer. Oh, da gibt Phosphor. Nochmal Phosphor. Na komm, da kriegen wir mal endlich unser Phosphor zusammen. Biomasse. Gibt die Ratte auch Phosphor? Die gibt Proteine. Dich habe ich gesehen. Euch zwei. Kommt mal her. In der Richtung sehe ich nichts mehr leuchten. Die Signalfackel nehme ich mit, die gibt doch auch Phosphor. Unglaublich. Das ist halt der Punkt, wo man so am Anfang vom Spiel reinkam. Ja, trotzdem gucken, vielleicht ist da hinten ja in der Ecke noch was. Ja, guck mal. Was haben wir denn hier für eine schöne Statue gekauft? Lafayette Friedhof Dämonenstatue. Boah, ist die Ratte riesig im Inventar. Lecker. Das Laservisier hätte ich auf jeden Fall sehr gern. Damit sollte ich eigentlich dann überhaupt nicht mehr verfehlen. Wenn man auch noch Lampen dran packen könnte, wäre es auch gut. Dr. Tief. Eine Kettensäge. Ah, man braucht dafür dann aber Sprit.
würde sagen, ich gehe zuerst da drauf, weil ich da das Laservisier freischalten kann. Laservisier klingt generell gut in meinen Ohren. Okay, ich kann es direkt nochmal upgraden. Meine Hand wandert gerade irgendwo hin. So, ich konnte auf Stufe 3 upgraden. Und ich kann mir einmal diesen Schlaghandschuh machen. Kostet mich kaum was. Oh, kann ich trotzdem... Ja, ich kann trotzdem weiter Waffen tragen mit den Schlaghandschuhen. Irre nett. Da mache ich mir sogar noch mal einmal auf Vorrat. Jetzt ist die Frage, wie gut die sind. Es hieß ja, damit kann ich denen aufs Maul geben. Geh und vernichte steht einfach nur noch als Text. Pam, pam. Die werden auf jeden Fall ausprobiert. Geil. Jetzt habe ich auch was für keine Waffe. Und vor allem, Ding, das nimmt mir keinen Platz weg. Ist ja irre nett. Ja, das habe ich ja automatisch. Ja gut, dann skippe ich einmal eben kurz die Nacht, ne? Okay. Da sehe ich es doch. Hotel Eclair. Ja, dann reise ich da mal hin. So, wir sind jetzt beim Hotel. Auf dem falschen Fuß. Wir müssen Zimmer 212 finden. Ich habe jetzt übrigens mal nach der letzten Folge nachgeguckt wegen den versteckten Dingern. Wir wollen ja auch die Baupläne da haben. Und die sind nicht mehr wie beim vorherigen Teil, dass die in einem Safe liegen. Die liegen einfach in der Welt ein bisschen rum. Also sie liegen nicht random, aber zumindest so ein bisschen random, könnte man meinen. Und ich weiß, wo ich hier ungefähr suchen muss. Wir müssen das Aufnahmestudio finden und Zimmer 212. Und der erstbeste Zombie, den ich sehe, der kriegt Backenfutter. Weil ich will meine neuen Handschuhe ausprobieren. Ich weiß, wo ich ungefähr hin muss. Erinnert ihr euch, hier hat das Spiel angefangen. Komischerweise ist hier gerade überhaupt nichts los. In der Hinsicht sollten wir uns aber auch nicht zu früh freuen. Okay, ich weiß nämlich, ich muss hier die Treppen runter zum Wein, zur Weinbar. Das ist mir gekauft. Alles ist besser als gar nichts erstmal. Ganz ehrlich, wenn ich das nicht nachgeguckt hätte, würde ich das wahrscheinlich auch niemals finden.
So. Und hier unter der Treppe ist mein Bauplan. Wie gesagt, das hätte ich niemals gefunden. Bei der Bourbon Street, da bin ich, da war auch ein Bauplan, an dem bin ich aber vorbeigelatscht. Aber wir haben jetzt die Handgranate gefunden. So, dann können wir jetzt das suchen, was wir hier eigentlich suchen. Nämlich Zimmer 212. Die wirklich einfach punchen. Kommt her! Jetzt gibt's einen Boxkampf. Die einfach wegboxen. Ich liebe die Entwickler. Neue Kampfmethode, ich liebe es. Aber ich sollte vielleicht trotzdem bevorzugt mit dem Messer kämpfen. Da vorne standen gerade eben Wegbeschreibungen zu den Zimmern. Ich habe hier eine Leiter nach oben gesehen, beziehungsweise eine Treppe. Die nehmen wir vielleicht für die zu den Räumen, die wir suchen. Oh, das ist gekauft. Hab gesehen, du kamst rausgeschossen gerade. Keine Ahnung, warum das beim ersten jetzt nicht richtig durchging. Zimmer 212 suchen wir. Hallo? Ist hier zufällig irgendwo Zimmer 212? 205. Da ist 204, also gehe ich mal in die Richtung. Die Karte bringt mir hier in dem Hotel halt gar nichts. 209 bis 213 in der Richtung, sagt das Ding. Hallöchen. Ja, du rennst außen rum, ne? Ja, meine Waffe ist gerade kaputt gegangen. Einer kommt doch mal nicht aus der Richtung gleich. Haben wir es doch, die 212. Erstmal gegen die Wand donnern. 385. Was sagt uns das? Aufnahmestudio finden. Wo finde ich denn hier das Aufnahmestudio? Da fasse ich doch nicht auswendig. Einen Moment. Dafür nutze ich jetzt ernsthaft Tante Google. Okay, ich habe jetzt einmal ganz schnell nachgeguckt. Das Aufnahmestudio ist das Gelbe, was hier hervorgehoben wird. Das heißt, ich muss jetzt raus und rechts raus.
Hallöchen, du bist wahrscheinlich der, der gerade einmal ums Haus gerannt ist, ne? Schön, dass du mir den Weg erspart hast. Jetzt hat die Karte für uns einen Sinn. Einfach nur raus, rechts. Hi! Einfach die erstbeste Möglichkeit nach draußen nehmen. Hier wird wahrscheinlich irgendwo wieder eine Treppe sein. Auf der Seite hier. Ja, guck mal, da ist doch unsere Treppe nach unten. Dann brauchen wir ja nur direkt ab rausgehen. Dann sind wir hier schon fast fertig. Hallöchen. Hier zeige ich mein Messer. Einfach da das Gebäude. Es ist gut, dass ich das nachgeguckt habe, sonst würde ich ewig suchen. Das ist das Aufnahmestudio, heißt es. Und dafür habe ich ja einen Code gefunden. Steht ja vielleicht in meinem schlauen Büchlein. Ah, hier. Okay. Drei, acht, fünf, drei. So, und hier darf ich mir ja jetzt alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist. Der wollte Batterien haben. Das hatte ich mir gemerkt. Warum nehme ich nicht direkt das ganze Telefon? Ein schönes Bild. Hi! Wo kommst du denn her? Sonst noch wer? Von wo? Im Ernst, ich sehe niemanden. Ich muss auf jeden Fall kurz Platz machen. Ich sehe mega gute Sachen. Ach, da oben. Da magst du nicht zu mir runterkommen? Ist doch erheblich einfacher für uns beide. Das hier sieht mir doch richtig aus. Da geht's nicht weiter.
Da muss ich rein. Ich glaube, ich muss da über einen anderen Weg rein. Kann ich zufällig die Scheibe zerdeppern? Nee. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit muss ich mir einen Weg von oben suchen. Das ist dann bestimmt ein Loch. Auf jeden Fall hatte ich dich schon von unten gesehen. Bloß nichts nach unten gucken, mir Shining. Besieg deine Höhenangst. Ach, jedes Mal der gleiche Mist. Ah, guck mal, ich scheine hier jetzt richtig zu sein. Süß. Das ist ein Questgegenstand. Und hier muss ich mit aller Wahrscheinlichkeit jetzt runter. Da ist meine Batterie. The tourist in the flesh. Hi. Du hast mir gerade einen Riesenschreck eingejagt. Warte, ich muss ein bisschen näher ran. Wer bist du? Who the fuck are you? I am Gerrick. Who? You haven't given me much thought, but I have been thinking a lot about you. You're not as I expected. Was hast du erwartet? Is that right? What did you expect? A human wrecking ball. Eine Naturgewalt? I'd go with force of nature. But that might be overdoing it. No one told me you had a sense of humor. Ich kann den zweiten Text gerade nicht lesen. Worum geht es hier? Let's just keep that between the two of us. So, what's this all about? I persuaded the Pawn King to set this up. I suspected you wouldn't meet with me otherwise. You knew my wife, May, and I need to speak with you about her. Ich kannte May, das war eine der Hauptcharaktere im ersten Teil. I knew May. I appreciate your honesty. Most people will lie when they find themselves cornered. Perhaps you have heard the tales about me, that I am mad, a cannibal. The tower convinced me I was executed for my supposed crimes. A burning pile of lies. The perpetrators, all of them, will pay.
last to see May alive. You know her fate. Als ich sie das letzte Mal sah, hat sie noch gelebt. Das stimmt sogar. Last I saw, she was alive. Alive? You expect me to believe that? Also bei mir war sie wirklich noch am Leben. Look, if she's dead, I'm sorry. I had nothing to do with it. Lies, exactly as I suspected. But the truth no longer matters. My decision has been made. You will face retribution. Nur für den Fall. Shit happens to people all the time. Innocent people. It's not fair, but it's the fucked up world we live in. I'm grateful we had the chance to speak, tourist. To put a face to a name. Our paths will cross again. That shiver you feel will be my breath on your neck. That knot in your stomach. My footsteps drawing near. That screaming nightmare. The sound of my voice. You will know the dread you have wrought upon my family. And then, when I have seen enough of your suffering, you will face the truth of your depravity. For now, I will let you live. But only for as long as it amuses me. Okay, ich will die jetzt weg. Ciao. Miese Aktion, Dude. Ich verschwinde da mal, ne? Wir gehen am besten gar nicht durch das und durch, obwohl doch, ich muss durchs Hotel. Ich glaube, die beste Option wäre wirklich einfach straight up durch. Ah, ich verstehe schon. Da gehe ich nicht hin.
Das gab mir Erfolg. Okay, Sonny muss sich melden. Heißt jetzt einfach nur verziehen. Oder heißt so viel wie einfach geradeaus durch. So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück. Das Speed ist aufgestellt. Alles andere habe ich gerade verscherbelt. Haben wieder dadurch ein bisschen was an Zeug. Ich denke mal, Sonny wird sich wahrscheinlich erst morgen bei uns melden. Also ich gehe nicht davon aus, dass er sich jetzt direkt heute bei uns meldet. Ich kann ja auf Nummer sicher gehen. Kanal 65. Es war auf jeden Fall eine gruselige Begegnung. Es würde mich nicht wundern, wenn das so der Endboss von Kapitel 2 ist. Das ist, der ist sogar auf dem Cover von dem Chapter gewesen, der Typ. Ich brauche einen neuen Handschuh. Wo ist denn der eine jetzt hingeflogen? Okay, wir haben die Handgranaten ja gefunden, ne? Die müssten doch eigentlich richtig gut sein. Und jetzt ist natürlich die Frage. Einfach Stift ziehen wahrscheinlich und werfen. Ist mal eingesteckt für den Notfall. Ja gut, dann skippe ich jetzt mal die Nacht. Bleibt dann aber da unten. Warum ist der eine Handschuh wieder runter? Ach, egal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Spiel weitergeht. Da hängt eine Nachricht an der Wand, die habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, muss ich auch nicht. Ja, aber beim nächsten Mal gehen wir dann zum Radio. Vielleicht antwortet dann Sonny uns. Aber bis dahin sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.